gewartet, weil ich habe nämlich volle Kanne verplant, wie man live macht. Ich bin aktuell auf der Aqua Expo in Dortmund. Es ist an der Galopprennbahn. Und hier führe ich euch jetzt ein bisschen rum. Ich bin aktuell hier, weil ich für die Axolotl eigentlich was holen wollte. Ich habe es bisher leider immer noch nicht gefunden. Meine Frau ist gerade auch irgendwo. Und ja, hier gibt es sehr, sehr viele Sachen und richtig, richtig tolle Aquarien. Und vielleicht auch Axolotl-Sachen. Aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht gefunden. Und ja, das ist in Dortmund. Also ich zeige euch jetzt hier mal zum Beispiel ein richtig tolles Aquarium. Guckt euch das mal an. Die Farben. Richtig geil mit dem Hintergrund hier. Ich bin auch am Überlegen, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir nicht hier noch ein weiteres Aquarium kaufen soll. Wir sind gerade im Aquascaping-Bereich. Sehr groß. Ich bin das erste Mal auf so einer Messe. Hier. Da sehen wir die auch schon. Und ich bin halt mit dem Auto hier. Ich habe auch schon gerade gesehen, ein paar Hunde waren hier auch. Die Blue habe ich jetzt nicht genommen. Ich habe nämlich gedacht, Hunde sind nicht erlaubt, aber sind. Guckt euch mal bitte jetzt hier, ich zeige euch das mal, die Aquarien an. Guckt mal hier. Richtig tolle. Schöne Aquarien. Schön. Das ist eine andere Mama. Wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, wie gesagt, man hört mich. Wir haben auch ganz viele Aquarien. Huhu, alle zusammen, die jetzt hier beim Livestream mit dabei sind. Wir haben auch richtig krassen WoW-Aquarium. Und hier kann man auch Fische kaufen. Gehen wir mal weiter. So Leute, vielleicht mal gleich auch noch auf TikTok einen Livestream, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja genau, da sind zum Beispiel auch Fische. Ich hoffe, ich komme da jetzt ran, weil hier sind so viele Leute. So. Ich zeige euch die mal eben. Einen Moment. Jetzt gehen wir mal hier durch. Hier. Ich nehme euch hier auch noch ein bisschen weiter mit. Das Einzige, was ich hier bei Axolotl gefunden habe, war eine Axolotl-Fibel. Aber solche habe ich ja hier schon. Ja, auch Aquarien. Und ich bin mir am Überlegen, wow, sorry, hier ist das Licht ganz krass, ob ich mir eben halt noch ein kleines Aquarium mit dazu holen soll. Wir haben die richtig großen Oschis ausgestellt. So, jetzt gehen wir da mal gucken. Hier, ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht auch mal ein YouTube-Mini-Garnelenbecken zu machen. Das ist nämlich da. Muss ich mich hier gerade zwischenquetschen? Ja, eventuell hole ich mir das dann, aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Aber müssen wir halt gucken. So. Ich weiß auch nicht, wie ganz die Qualität jetzt hier ist, Leute. Ich habe auch gar nicht meinen Stab dabei. Meine Frau ist jetzt gerade fürs YouTube-Video am Filmen und sie sagt, ich soll mal live gehen. Wir gucken uns auch am besten gleich mal die Fische an. Garnelen-TV ist auch hier. Und
Es gibt Aquakalaxe, das ist so geil. Es ist so, ich habe ja das Haus, ich habe ja den Platz, ne? Aber das ist halt so, ich kann halt nicht alles auf einmal. Und gerade bin ich so beschäftigt mit der Firma, deswegen hier auch ein ganz tolles Aquarium. Zeige ich euch jetzt auch mal hier. Oh, wie schön. Weiter. Hier auch richtig tolle Sachen. Also der Eintritt ist hier 10 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier kann man auch richtig viel Zubehör kaufen. Und Dortmund ist jetzt für mich eine Stunde entfernt, ungefähr. Und übernächste Woche bin ich auch hier, sogar mit der Blue. Da gibt es sogar hier auch noch ein extra Video. Hier, wie schön. Da werden wir nämlich dann auch bei der Hundemesse mit dabei sein. Aber nichts ausgestellt oder so. Das ist dann einfach nur wie so ein Messebesuch dann da. Oh, guck mal, hier haben wir die Korallen. Wow. Da haben wir auch ganz viele Krebse. Und auch Garnelen. Wow. Guckt euch die mal an hier, ey. Guckt mal. Was sind das denn überhaupt für welche? Das sind Panterkrabben. Interessant. Die kämpfen gerade. Aber bei Krabben weiß ich nicht. Es gibt hier einen Stand, der hat Einsiedlerkrebse. Hier haben wir auch noch ganz kleine. Aber leider keine Axolotl. Keine Axolotl. Und die haben hier so unglaublich schöne Kampffische. Aber Leute, gerade ist da nicht so mein Budget mit dabei. Okay. Oh, da habe ich hier jemanden gefunden. Komm da vor. Muss ich mal gleich mit dem sprechen. Leute, der macht nämlich super gute TikToks. Hier sind die kleinen. Ich finde die so süß. Ich möchte gerade die Foto. So. Ich frage mal gleich den anderen. Also er macht halt zum Thema auch Aquaristik ganz viele Videos, ob wir da nicht einen TikTok zusammen drehen. Ist immer ganz gut, wenn man auch andere YouTuber oder TikToker hier gerade findet. Also wie gesagt, hier haben wir auch Garnelen-TV. Ich glaube, in der Szene kennt man sich eben halt dann halt. Aber hier unheimlich interessant. Müsste ich mir halt da nochmal überlegen, ob eventuell. Ich finde die so süß. Eine weitere Sache: oben ist ein Contest. Eben halt. Da haben wir riesengroße Goldfische. Guckt euch diese riesen Oschis mal an. Also mir selber fallen die ja nicht so. Ne? Also ist ja immer Ansichtssache. Wir werden nächstes Jahr, ich hoffe ihr hört mich, im Frühjahr anfangen mit einem Teich, aber einem ganz kleinen. Also das wird. Die sind umsonst. Die sind umsonst? Ja. Ah. Aber nur eine. Nee. Dafür habe ich leider keinen Platz. Keinen Platz. Aber dazu, wie gesagt, die werden zu groß und wir fangen erst mit einem kleinen Teich an. Ich habe zwar genug Platz, aber der Teich wird erst im Frühjahr ein. Reklame. Okay. Okay. Na? Ja. Okay. Alles klar, ja. Lustige Leute hier. Ne? Hier, guck mal hier, diese Zeros, auch ganz, ganz schick, aber. Ha 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 ha!
Goldfische sind nicht so meine Welt. Meine Welt sind eher die Raubfische. Also alles, was irgendwie alles frisst, wie Axolotl und Schlangenköpfe. Aber die gibt es hier leider nicht. Das ist sehr schade. Dann haben wir noch Schrimpfutter. Haben wir noch ein Nano-Set. Hier haben wir noch weitere kleine Garnelen. Guck mal, die sind so klein. Hallo, ihr seid so süß. Auch gar nicht so teuer. Also finde ich jetzt für... Die sind noch kleiner, guck mal. Sehr krass. Oh. Mein Gott. Interessant. Mal ist überbelichtet. Hier haben wir noch weitere Mehlen. 10 Millionen Schnecken, meine lieben Herren. Also wirklich. So. Das weiß ich gar nicht, was das ist. So ein Puder. Das sieht aus wie Duftstäbchen aus DM. Aber ich bin kein Profi, Leute. Ich bin bei Axolotls bin ich absoluter Profi und Amphibien, aber ansonsten nicht. Ich habe auch jetzt einen Züchter wieder gefunden, wo ich mir wahrscheinlich dann im Dezember oder Januar Jungtiere holen werde. Aber wann das genau ist, weil ja alle schreiben, ja, hol die Axolotl. Guck mal, wie schön die sind. Aber wann das genau ist, schauen wir. Das Aquarium muss ja auch erstmal einlaufen. Guck mal, wie schön hier. Also lohnt sich auf jeden Fall. Die ist auch noch morgen. Hier haben wir lauter Skalare, kleine Skalare. Garnelen. Ah, die haben wir auch. Kleine Pandas, noch kleine Babys. Ich denke mal, das ist gerade sehr laut hier im Live. Deswegen gehe ich hier mal raus. Auch noch hier so kleine Sets zum Verstecken. Ja, hier wird bestimmt bald für 150 Euro. Kleine Babys. Und sogar Frösche. Ja. Okay, jetzt sind hier doch Amphibien. Ist der weg, oder was? Sehr interessant. Sehr interessant. Bei dem Kampffischen bin ich ja jetzt aktuell am Überlegen, ob ich hier einen mitnehme oder nicht. Aber die Farbe, Leute, die ich gerne hätte, die gibt es, also die gibt es auch hier auf der Messe nicht. Das ist so eine besondere Farbe. Und da müssen wir eben halt schauen, ob das auch wirklich geht. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und dann zeige ich euch mal die Ausstellung. Das steht auch hier. Hier ist eine Kampffisch. Ein Kampffisch-Show, Schrimm-Show und dann ist natürlich hier die Aquascaping-Show. Das sind eigentlich keine Show, lala, und alle sind draußen an der Rennbahn. Ich hoffe, das regnet jetzt nicht. So, die einen gehen raus, die anderen gehen rein. Leute, wir gehen jetzt eben... Seht mich hier, zeige ich euch mal die Kampffische. Sehr schöne Tiere hier. Da. So. Aber nur wenn man nicht schusselig ist. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal meinen absoluten Favoriten, wenn ich den wieder finde. So. Müssen wir erstmal gucken. Seht ihr die ganzen kleinen? Da sind gerade ein paar, aber wirklich ganz tolle Fische. Aber ich habe einen goldenen gesucht, die es aktuell nicht gibt. Oder zumindest hier nicht. Ja,
das Orange, ne? Also eben, das ist Zipfel, was wir suchen aktuell. Ich glaube, die sind alle diesen einen Fisch am gucken hier. Und ich habe mir halt überlegt, ob ich jetzt nicht dann doch einen hier mitnehme, um damit anzufangen, weil ich hatte noch nie eben halt Kampffische in der Art. So. Sollen wir hier. Jetzt könnt ihr die Farben sehen. So. Hier, das ist so. Auch mit Orange. Ich kann auch mal mit ihnen gucken, aber wenn das wirklich in dieser Tokios-Farbe ja, sein die soll. Sind, die sind, glaube ich, nicht mehr so angesagt. Ne? Die gibt es nee, nicht mehr so viel. Das ist so eine schönsten. So, die sind alle jetzt schon auf leer. Alter, noch mehr grün. Ja. Ich habe aber noch keinen, also steht auch nicht fest, wie ich den dann nennen werde. Der ist auch sehr schön in Blau. Aber der kommt dann bei uns in die Küche hin. Und dann ein bisschen weiß. So. Das ist, glaube ich, kein Blumen, aber die Seitenflossen sind auch ein bisschen ausgeprägt. Mhm. Und der hat hinten. Da hinten. Das ist so ein ganzes Gewimmel hier, Leute. Ich glaube, ich komme da gar nicht durch. Sieht auch im ersten Moment so aus, ne, wenn sie irgendwo. Da ist er. Ich muss jetzt hier kurz mal. Weil Elendive ist halt eine andere Art. Ja, er ist also normal auch, er ist jetzt so ein bisschen gewachsen, aber eigentlich wäre er der Plakat, nicht der typische. Das wäre der, aber der ist leider nicht zum Verkauf. Aber er hat halt noch ein bisschen nach. Der ist so schön. In die Kategorie gekommen. Ja, voll. Es tut mir leid, also ich kann auch mal gerne mit Ihnen durchgucken, aber ich glaube. Auch die unheimlich schön. Hier. Ich dachte jetzt, dass das ja auch ein Goldweibchen ist. Der hier ist auch ein Goldweibchen. Aber weißt du, wenn man. Aber leider, Leute, glaube ich, nehmen wir hier eventuell keinen mit oder ich weiß es halt nicht. Ich kann mich halt nicht entscheiden. Das ist jetzt schon mal, aber guckt euch den mal an. Der sieht so toll aus. Der würde so gut passen, weil der kommt ja in die Küche. Guckt mal, guckt euch die Farbe an. 44, warum kann man nicht kaufen? Ich würde dich sofort mitnehmen. Ich würde dich auch 44 nennen. Bekommst du den Namen 44? Guck mal, wie schön der ist. Ja. Wahrscheinlich hat er aber auch irgendwas gewonnen oder so. Wir haben hier noch eine 42, aber das ist, glaube ich, das Weibchen dazu. Ja, weiß ist natürlich auch unheimlich schön. Aber ich denke, das geht bei uns im Aquarium vielleicht ein bisschen unter. Ist auch schön Koi. Aber wenn ich mal, also wenn ich in Mexiko bin am Fischmarkt, werde ich dann auch Videos machen. Aber ich denke nicht live, weil die Live-Videos da wegen der tollen Verbindung, die kann man dann eben halt vergessen. Ah, der ist auch schon grün. Also wirklich super tolle Fische. Super klasse. Ich werde jetzt nochmal die Kamera umdrehen, dann seht ihr auch meine Wenigkeit hier nochmal. Hi. Also, ich denke mal halt, weil auch einfach sowas ist, dass man am ersten Tag kommen sollte, damit man eben halt dann auch die Fische bekommen kann, die man haben möchte, bevor dann jemand anders sie kauft, auf jeden Fall. Und dann kommt es ja noch darauf an, was für Fische man haben möchte. Und wenn man spezielle sucht, dann muss man natürlich ein bisschen was suchen, aber es gibt eben halt so Standardfarben, die kriegt man in jeder Zoohandlung, aber für richtig spezielle Farben kriegt man nur auf Messen oder halt von guten Züchtern. Wir haben jetzt hier ganz viele Garnelen, wovon ich noch nicht mal wusste, dass es die gibt. Also auch ganz tolle Farben, ich zeige sie euch mal. Hier. Und das ist halt, wie gesagt, hier auch so ein Wettkampf. Die wurden schon bewertet, alle. Da. Genau. Was bedeuten die Nummern? Die Nummern bedeuten hier, also welche Nummer erstmal hier das Aquarium ist.
Dann natürlich hier, ich weiß gar nicht, ob man das so zeigen kann, aber der Name eben halt von dem Züchter oder von dem Verein. Und dann, welche Klasse die angehören. Und Auktion bedeutet, ob man die eben halt dann auch kaufen kann. Nicht jeder hier verkauft seine Tiere. Und ihr seht, das ist wirklich eine riesengroße Anlage hier. Und ich habe auch schon auf Facebook habe ich gesehen, dass die eben halt hier auch ganz lange vorher schon aufgebaut haben. Hier haben wir jetzt auch rote. Genau. Ihr werdet wahrscheinlich dann auch ein bisschen geschockt sein demnächst, wenn ich eben halt in Mexiko wieder filme. Ach, guck mal, die sind richtig schön hier. Weil in Mexiko kann man eben halt noch die ganzen Fische mit Farben bespritzen. Das heißt eben halt, dass sie dann plötzlich eine andere Farbe haben und alles, und die werden auch so verkauft. Das seht ihr dann mal in den anderen Videos. Das ist ja noch was ganz anderes. Ich muss eben hier aufpassen, dass ich hier runterfalle. So. Und wisst ihr, was ich gleich mache, wenn ich zu Hause bin? Ich arbeite wieder, also an den Sachen, an der Werkstatt, an den Hamstergehegen. Und ich werde jetzt auch wieder weiter anfangen, in meinem Arbeitszimmer was zu machen. Also ganz busy. Gehen wir nochmal runter. Und ich werde mir das jetzt nochmal überlegen, wegen dem einen Aquarium. Achso, das ist eben die Rennbahn. So. Hallo. Für die, die das Video gerade angeklickt haben, wir sind gerade auf der Aqua-Expo. Das ist eine riesige Aquarienmesse. Und hier wollte ich eigentlich was für die Axolotl holen, aber ich habe leider nichts für Axolotl gefunden. Und ja, die Miyuki ist auch dabei. Hallo. So. Ja. Und ich bin am Überlegen, mir noch ein kleines Aquarium dazu zu holen. Muss ich jetzt aber noch überlegen. Aber auch wirklich schade. Ich habe gedacht, die hätten so Höhlen oder sowas, aber das ist nicht so. Die haben halt nur kleine Fische und ganz viele Garnelen. Aber auch von den langen Aquarien, so längliche, leider auch nicht dabei. Aber was ich halt ganz toll finde, guck mal, diese Kallax-Regale. Was ganz Tolles, ich hätte ja direkt irgendwie 50 Stück zu Hause. Das sind so viele Leute. 50 Stück zu Hause, denen ich das machen könnte. Finde ich halt mega cool. Aber das ist sowas, was man in den nächsten Jahren auf jeden Fall angehen kann. Weil ich glaube sowieso, wir machen dann auch weiter, wenn eventuell die Axolotl mal auch Jungtiere kriegen. Aber das ist ja dann eh in, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren dann erstmal der Fall. Hier sieht man auch das ganze System. Da werden wieder Fische gekauft, meine Lieben. Da wird ganz viel an Zubehör gekauft, an Pflanzen. So. Ach, hier haben wir. So. Schreibt mal hier mal ein bisschen mit, die gerade hier zuschauen. Wie sieht das aus? Soll ich mir das kleine Aquarium da kaufen? Ich bin da echt am Überlegen. Hier. Das ist so süß. Ach. So ein ähnliches haben wir ja schon, aber wir haben ja das Dennerle. Deswegen müssen wir halt schauen. Und die Preise sind hier wirklich alle total in Ordnung. Also auch das ganze Zubehör, was ich jetzt hier gesehen habe, ne? Die Aquarien, das ist wirklich komplett okay. Auch sehr krass sind die halt ganz großen Sachen. Und ich habe nach Gravel gesucht. Ich brauche Axolotl-Gravel. Aber leider haben sie den hier nicht. Je mehr Aquarien. Hier guckt jemand, der Axolotl hat. Oder ein Profilbild. Das ist toll. Ich suche nämlich gerade Axolotl-Gravel oder generell Gravel. Leider nicht gefunden. Hier jede Menge Holz. Aber leider können wir das aktuell dann nicht bei uns machen.
Also Holz kommt bei mir nicht. Ich sehe gerade da unten eine Höhle, aber das sind auch so Holzhöhlen. Ist ja jetzt hier nicht da. Leider. Guck mal hier. Den hatte ich schon gerade in Hand. So einen kleinen Panzerwels. Oh, das ist so süß. Einfach niedlich. So. Natürlich muss das Aquarium dann auch erstmal einfahren. Hier kriegt man auch das ganze Zubehör. Ich brauche auch noch für meinen Außenfilter für die Axolotl. Ich habe jetzt ein Eheim Eco Pro geholt. Aber da fehlen noch die Schlauchelemente. Ich gesehen, da war gerade ein Eheim-Ding, das war halt runtergesetzt. Aber ja. Ich werde mir für den Anfang werde ich mir 3 Lotis holen. Ich hatte ja sonst immer 2, aber auch eben halt dann vom gleichen Züchter. Will ich mal gucken. Machen wir ein kleines YouTube-Becken. Ich sehe das schon, dass wir das dann machen. Irgendwie so. Ich hätte da richtig, richtig Lust drauf. Ich weiß nur nicht, wo ich das hinstellen soll. Und guckt euch mal diesen Fisch an. Der ist aus Holz geschnitzt. Einfach wunderschön. Ja, ich habe aktuell ein 150 Liter Becken für die Axolotl und dann werde ich wahrscheinlich noch mal dazu entweder das ich habe unten im Keller noch ein riesen Aquarium, das sind glaube ich auch 300 Liter oder so oder 200, aber ich weiß nicht, ob das dicht ist, das ist unter Stahl, also ich denke, das hat dann 300 Liter und das werde ich aber dann erstmal, wenn ich nach dem Urlaub zurück bin, wenn ich dann mehr Zeit habe und so weiter. Deswegen, wo ist die Messe genau? Die Messe ist in Dortmund, ist die Aqua Expo, die geht auch noch morgen. 10 Euro ist der Eintritt hier, lohnt sich auf jeden Fall. Super günstiges Zubehör und jemand hat es ja schon geschrieben, also ich denke mir mal, ich werde mir ein kleines Aquarium da holen. Ich habe gerade gelesen, dass meine Frau sucht mich. Wir wollten eigentlich hier einen Kampffisch holen, aber der uns gefällt, ist leider nicht zu verkaufen. Der ist so wunderschön. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich dann auch nicht machen. Ich habe euch hier ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ist das an der Galopprennbahn? Jawohl. Wie gesagt, ist auch noch morgen. Also echt toll. Dazu wird es ein YouTube-Video geben. Ich werde gleich nochmal gucken, was ich TikTok mache. Und ich habe auch gerade hier den Barschwein gesehen, dass wir vielleicht auch was zusammen machen. Aber Leute, ja, ich kaufe auch noch gleich das kleine Aquarium. Dann gucke ich mal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und wie gesagt, das war jetzt ein spontanes Live, weil ich jetzt dann hier bin. Wir waren uns erst nicht ganz sicher. Und in 2 Wochen bin ich in Dortmund auf der Hundemesse mit Blue sogar zusammen. Also dann, tschö Leute und ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf jeden Fall sehenswert.